Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Alter, diesen Namen, ich werde mich da nie gewöhnen. Nie. Ich will immer The Forest sagen, dann will ich Son of the Forest sagen, aber es heißt ja Sons of the Forest. Jo. So, ausgeruht bin ich. Ich stehe mal auf. Ach, guck, deswegen. Der hat die ganze Zeit gewartet, bis ich da aufstehe. Naja. Alles okay. Okay, dann sagst du, das ist getrocknet oder was? Ja, ja, ich habe jetzt nochmal ein zweites gebaut, weil ich hatte noch Fleisches übrig. Ja, ich esse mal ein bisschen, bis ich voll bin, weil ich habe eh schon noch eins. Jo, ich esse nochmal eins. So, dann bin ich voll. Kann ich ja eigentlich auch. Bisschen doof, dass du die hintereinander gestellt hast, weil jetzt kann ich hier gar nicht. Ich krieg das. Ja, läuft die Rückseite. Ah, jetzt muss man mal auf die anderes Ding gehen, damit du das da hinhängst. Das ist sowas doofes aber auch. So, ja, man muss ein bisschen mit der. Okay, das ist doof, ja. Das ist doof. Hättest du wenigstens nebeneinander stellen können. So. Ja, das ging nicht, weil es leichte Schräge ist. Ja, wenn eins leer ist, können wir das andere ja nochmal umbauen. So, aber es wird eh dunkel, ich würde dann eh pennen gehen jetzt. Ja, 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 ja. So, ich habe alles aufgehangen. Ja. Ja. Der ruht sich aus, das ist ja schön. Ich habe noch kein Bett, nee, ich habe noch kein Bett, aber dann komme ich noch heute noch bei dir pennen und dann. Yay, yeah, ja, in der Nacht so. Ist es so kalt. Ich speichere. So, einmal überspeichern, ja. Spielstand löschen, bitte. Und einmal schlafen. Kannst du bei mir hier ein Schädel noch spenden? Nice, danke. Nice. Habt ihr auch alle Knochen gespendet, my friend? Zu gütig, zu. So, jetzt, wie war das? B, dann X'en. Achso, nee, ich bin sogar auf der richtigen Seite gewesen. Shit. Sehr schön. Möbel. Bett ausstöckern. Nehme ich. Mit Q und E. Ich bin gerade verwundert, dass wir uns hier nicht angreifen. Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Es ist egal, wie rum das Bett ist, oder? Wahrscheinlich. Ja. So, genug ausgeruht an der Arbeit. Nee, ich brauch Stöcker. Stöcker sind ja voll. Ja. Scheiße. Okay, das ist assi. Wenn es voll ist. Ja, dann haut's die ganzen Stöcker raus. Das ist ein bisschen dämlich. Ja. Ein bisschen doof. Okay, Stöcker. Ich brauche ein Klebe. Hast du ein Klebeband für mich? Nee, ne? Doch, ich hätte eins. Ich glaube, muss eins haben. Ja, ich habe eins. Geilo, danke dir. Bitteschön. Können wir auch mal hier wegen Lampe oder sowas? Wo war denn das? Oh, okay. Wo ist denn jetzt das? Das ist schon sehr laut. Ah gut, das Fixieren von der Lampe ist immer noch nicht so geil, muss ich zugeben. Ja, ist okay. Nice. Ich gehe wieder, ich bin jetzt dann auf dem Geburtstag, bis nächstes Mal dann. Jo, Mr. Crabble, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Und jo. Dankeschön. Du kannst dir nichts verpassen, ich lade ja alles auf YouTube hoch. So, dann brauche ich ein paar Knochen. Hallo, wäre es dann. Mach ich. Achso, man kann nur einen, okay. Schreit denn hier so? What the fuck? Siehst du, ich nehme die Knochen raus, ne?
die du mal reingeschmissen hast und ich kann es aber nicht mehr reintun, weil, ja, voll bei mir. Ja. Oder wie der da chillt im Feuer. Das hat wohl kalte Füße, der Typ. Das ist ja. Habe ich selber keine Totenschädel mehr. Naja. Oh, 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 wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Wo ist das Viech? Da hinten. Bequarte, Heidelbeer. Ja, lass du chill. Ja, normaler. Meine Pfeile wieder haben. Ein paar waren noch bei dem drin gesteckt. Oh, da ist was gewachsen. Ah ja. Ja. Hallo Vera. Igel, ich habe jetzt zweimal Aloe Vera angepflanzt. Achso, du hast schon. Aber ich, ja, bei meinem Häuschen. Achso, bei deinem Häuschen. Oh, okay, 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 ja, hab's verstanden. Ja, dann tue ich, wieder das andere. Das Problem ist, dass ich keine Samen für das dritte Ding habe, was man braucht für. Ja, das ist mir auch. Und ich finde die Pflanze auch nicht mehr. Das ist mein Hauptproblem. Oh, Pfeile sind aber irgendwie schnell weg, habe ich das Gefühl. Lol, der ist hingeflogen. Also keine Knochen, sondern Pfeile. 1, 2. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. Nein, nein, ich wollte doch nicht essen. Ich wollte doch nicht essen. Dann brauche ich wieder ein paar kleine Steinchen. Ah, das ist ein Fall. Also, wenn du dann mal fertig bist mit Ausruhen, mein Freund, ne? Dann hol Stämme und Behälter füllen. Let's go. So, ich habe hier mal zwei Knochenspender gefunden. Die brauchen ihre Knochen nicht mehr. Okay. Ich muss ehrlich zugeben, bis man dann eine Wall aufgebaut hat, wenn du die einzeln dahinstellst, die Dinger, Digga, da bist du ja ewig beschäftigt, oder? Ja. Ich habe das erste Ding für unsere Wand schon hingestellt. Digga, das dauert ja Jahre, bis du da eine Mauer gebaut hast, oder? Wo ist denn jetzt die andere gleich? Ah, da. Das ist echt der schnellste Weg, eine Mauer zu bauen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das dauert ja ewig. Oder? Muss man echt Balken für Balken dahin. Ich guck gerade. Das war diesen Turm. Dann Shelter. Ein paar Fallen. Wege. Ja, Tatsache, glaube ich. Boah, Alter. Dauert ja ewig, oder? Etwas belastend. Hey, wir haben schon drei Stempel. Ja, nice. Wenn ich theoretisch jetzt die Axt da nehme, ausrüsten. Warte, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Bei B. Und dann jetzt X drückt. Das war bei X. Ah, die X draufbleiben, genau, so war das. Bei sehr schön. Jetzt chillt mir etwas zu viel, der Typ.
Aktuell ja, aber lass ihn mal ausruhen. Der hat es eigentlich mal verdient. So. Boden, Boden, Tür. Okay, Tür. Fenster, okay. Einzelne Stufe. Einzelne Stufe, alter Digga. What the heck? Einfache Balken. Dach. Stützen. Treppe. Rampe. Verteidigungsmauer. Alter Verwalter. Ah, nein, was tust du? Ich? Der macht unser Lager kaputt. Alter. Oh nee, das ist so ein... Oh, er ist tot. Kurz noch. Leute, wie die Tür wackelt. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab kein Reparaturwerkzeug. Hast du sowas? Nee, das müssten wir erst uns gönnen. Ah. Wie ging das denn gleich wieder? Also mittlerweile ist das Inventar echt gut voll. Reparaturwerkzeug, das ist... Ah, Seil und ein Stein. Ich brauche. Ich hab 9 Seil. Yay! Alter, jedes einzelne muss ich da machen, was? Digga! Achso, mit der Axt dann da. Ah, okay, alles klar. Oh, holy shit. Aber es ist geil, ich find's geil irgendwie. Es gibt doch ein Reparaturswerkzeug, ne? Wo ist denn das? Ich hab's ja gerade gebaut. Achso, du hast es, okay, ich glaube, dann brauche ich es jetzt nicht bauen. So, mein Freund, jetzt reicht's aber langsam wieder. Also, ich war echt gnädig mit dir, aber. Hallo, jemand zu Hause. Hallo, hallo. Warum liegen hier eigentlich so viele Knochen rum? Kannst du mir das mal? Weil ich habe da ein paar Knochenspender reingelegt. Ich habe doch gesagt, die brauchen ihre Knochen nicht mehr. Ah, okay. Ich glaube, wir sollten noch so ein Knochending bauen. Habe ich das Gefühl. Ja. Und wäre geil, wenn man irgendwie Schädel auch noch... Im Hintergrund sehe ich, dass wir Besuch kriegen. Ja. Ah, apropos Regen, mir kommt da gerade was. Die Schildkröte. Wo stecken wir das denn am besten hin? Wo möchtest du den Regenfänger hinbauen? Möchtest du ihn hier? Nee, nicht hier. Oh shit! Wow! Komm mal her. Guck mal, nein, der sagt nein, 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 nein. Mach mal so einen Scheiß nicht kaputt, du kleine miese Ratte. Auf in das Feuer. Da ist noch eine Leiche. Alter, so viel Knochen, ey, das ist ja geisteskrank. Ich baue noch ein Knochenlager. Oder kannst du da immer noch was reintun? Bei mir ist es voll verbuggt, ich tue, so habe ich jetzt Gefühl hier schon. Jawohl, so, endlich bin ich leer. Ja, aber dann kannst du ja auch unendlich viele in... Ich habe da jetzt 60 Knochen oder sowas reingetan. Ja, aber sind die dann da auch drin? Nee, so, jetzt habe ich 15 Stück. So, jetzt ist der Bug weg. Gott sei Dank. So. Hast du noch 3 Schädel? Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, würde ich ja meine Lampe reinhauen. Ja. Nee, da mal wir gefragt. Bei Wegschmeißen die Knochen ist auch wieder schade irgendwie, ne? Ja.
bin halt nicht gerade sicher, weil ich kann immer wieder C drücken, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich alle reintun kann. Oder fliegen bei dir die Knochen wieder raus, wenn du da zu viele reintun? Achso, bei mir steht einfach kein C mehr da. Ich kann jetzt ewig hier lang C dran drücken. Bei mir steht überall C. Ich glaube, das ist bei mir verpackt. Ich glaube, ich kann da unendlich viele Knochen irgendwie reinstecken. Oh scheiße, das ist auch verpackt irgendwie. Das kann ich eh nicht drücken. Na shit. Das ist natürlich jetzt belastend, es ist bei mir ein bisschen verbuggt jetzt. Scheiße, ich kann nichts mehr machen. Wie? Ich habe jetzt den Knochen in der Hand und... Das hatte ich aber auch mal, das war ganz doof. Da bin ich ins Wasser gegangen und dann war es mal, glaube ich, ganz... Okay, na ja gut, das bisschen da hinten wird wahrscheinlich nicht reichen. Na, vielleicht wenn ich ertrinken? Das hatte ich mal mit meinem Speer oder auch mit dem Knopf. Ah, ja. Ja, hat's wenn man was trinkt, dann geht's weg. Oh, das ist halt Lulis, der Killer. Ich habe eigentlich gesagt, der soll mal ein paar Stämme holen, aber ich weiß nicht, ob der vielleicht aus dem Radius draußen ist, weißt du, dass hier keine Bäume mehr im Radius sind, habe ich das Gefühl. So. Kann es sein? Könnte schon sein, ne? Alter, ich glaube, ich habe nur nicht ein Reh erschossen, aber die sind so schnell weg oder die überleben so viel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, der... Dann sammel wenigstens Stöcker, bevor du gar nichts tust. Komisch, irgendwie. Komisch. Ich habe gerade versucht, mit der Schildkröte irgendwas zu machen, aber irgendwie... Geht nicht. Stempen. Jetzt die Steine. Probier ich hier mal was. Ne, irgendwie... Will er nicht. Keine Ahnung. I don't know. Na, ich weiß auch nicht so richtig. Weil ich habe halt das Gefühl, wenn das Rezept existieren würde, würde man es halt vielleicht irgendwie auch sehen im Baubuch. Das ist schon komisch, weil das ist doch so ein Hauptding vom... Ja. Was bräuchte man das sonst? Weißt du, wie ich meine? Strange. Naja, es ist der Regen wieder vorbei. Die Frage ist, ob es auch einen Topf wieder gibt, eigentlich zum Wasser abkochen oder. Ja, stimmt, ich habe auch noch keinen Topf gefunden. Ob die es jetzt vereinfacht gemacht haben. Also bis jetzt muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn man einfach so Wasser saufen kann. Aus dem Tümpel. Ja. Das macht das Ganze natürlich sehr einfach. Yep. Ich finde es einfach gerade cool, dieses Bausystem. Hier ist was, ja.
Ja, ich bin fasziniert von dem Bausystem, muss ich zugeben. Muss ich mir jetzt ehrlich zugeben. Wenn wir ganz fancy sind, müssen wir eigentlich vor der Mauer ja dann noch überall diese spitzen Stöcke rein haben. Und das ist auch wieder richtig viel Arbeit. Ja. Definitiv, ja. Nee, keine Ahnung. Ich hätte auch gerade keine Idee. Das, was ich immer so vorhab, diesen Dreieck, das geht irgendwie nicht. So wie ich mir vorstelle. Ja gut, dann hole ich mal ein paar Bäumchen. Oder versuche ich zumindest. Das ist ja ein Träumchen. Geil. Jo, ich komme mit. Hallo Reh. Noch ein Reh. Scheiße, ich krieg die Rehe nicht. Keine Schnitte, ne? Probier's nochmal mit dem Typen. So, ja, so, die halten etwas viel aus. Ich würde interessieren, ob die Bäume nachwachsen. Beim ersten Teil konnte man ja an- und ausmachen, bis sie nachwachsen. Ja, wir brauchen unbedingt so einen Holzschlitten, ehrlich. Ja. Dann sind wir da morgen noch beschäftigt. Das reicht gar nicht, lol. Morgen wäre ein Traum, wenn ich es schaffen würde. Bis morgen. Man lässt auch so Rinde fallen, aber die kann man leider nicht verwenden, habe ich das Gefühl. Naja, ist mir schon aufgefallen, ja. Ach, da liegen auch nochmal zwei Sachen. Hole ich noch, nicht, dass wir es übersehen. Zack. Zack, okay geblieben. Na, Kelvin, gehst du? Was hast du gemacht? Baumstämme. Ich weiß immer noch nicht, was das beseitige 5 Meter, beseitige 8 Meter, beseitige 10 Meter ist. Das hat mich noch ein bisschen interessieren, was genau das bringt. Weißt du, wie ich meine? Aber irgendwie gefühlt kann man nur rechteckig bauen, also rund oder so kann man nicht, also naja. Sicher kann man rund bauen. Komm mal zu mir. Und weißt du, stell dich mal hierher. Siehst doch, dass ich schon leicht rund angefangen habe. Ja, aber da oben konnte ich es nicht. Also ich konnte jetzt nur ganz rechts oder drunter machen. Das. Ja, manchmal ist es nicht so geil, dieses Andocken da, aber. Hallo Reh! So viele Rehe, aber ich krieg einfach keins. Die sind. Ja gut, vielleicht mit den besseren Pfeilen, vielleicht darfst du einen Reh kriegen, ja. Ich nehme mal die Energiemischung, habe ich gerade Bock drauf. Wenn sich's lohnt, dann jetzt. LOL, ist das ein Witz? Ja gut, scheiß drauf. Ich glaube, ich habe so 2 mm dazu bekommen. Sehr gut. Aber das Coole ist, ich kann das denn hier so schräg hinbauen, das hat auch was.
Das kannst du schräg hinbauen. Ja, das brauchst du, das hat aber einen Sitz. Wenn du Baumstämme in der Hand hast, kannst du an einen Baum dran bauen. Das ist ganz nice, muss ich sagen. Ja, das ist, wenn du ein Dach baust, musst du das erstmal, musst du die hinlehnen und dann musst du so hochwuchten, so ungefähr. Deswegen. Doch, rundbauen geht. Safe. Mach ich ja hier. Es geht eigentlich. Vielleicht dauert es doch gar nicht mehr so lang. Mit dem Schlitten wäre es noch geiler. Ja, mit dem Schlitten wäre es geil, ja. X-Menü. Vor allem, wenn jetzt die Bäume nicht nachwachsen sollten, haben wir irgendwann mal ein Problemchen. Mhm. Definitiv, ja. Ein, ja. Zeitintensiv fürs Problemchen. Aber was mir jetzt so auffällt, wir haben kein direktes Tor, ne? Ich finde kein Tor. Ich sehe nur eine Verteidigungsmauer. War da nicht irgendwo das eine Bild, wo man so einen Querbalken noch irgendwie hinbauen musste? Ja, das ist ja kein Tor, das ist einfach nur verstärken. Oder? Oder doch, hast du vielleicht recht? Solltest du, ja, da ist ein Daumen drauf. Also da ist nicht sein Daumen drauf, sondern das sehe ich jetzt erst. Da ist der Daumen von der Mutanten drauf. Wer wie ekelhaft. Scheiße. Wozu braucht man eigentlich Feuerholz? Ich kapiere das nicht. Vielleicht, dass es länger brennt, das Holz. Weil man nur so Stöckchen. Dann kann man da ein größeres Feuer dann mal machen, so ein richtig fettes. Kann auch sein. Ja, oder doch, dass es doch nur Verstärkung ist. Es kann schon sein, dass es vielleicht eine Verstärkung ist. Ja, ich teste es mal kurz. Ich hole jetzt mal so ein Baumstämmchen. Die Falle, ganz ehrlich, das ist die ganze Zeit kaputt. Also ausgelöst, aber niemand. Ja, ich bin gerade dagegen gelaufen, das ist so geklappt. Doch, der fällt wieder, glaube ich. Ja. Irgendwie. Ne, ich konnte jetzt irgendwie nichts quer hin tun. Keine Ahnung. Wie wird denn das dargestellt mit quer hin tun? Grundlegende Fenster, einfache Balken, Dach, Stützen, Treppe, Rampe, Verteidigungsmauer. Doch, also da steht einfach nur quer hinmachen. Also ich muss aber sagen, irgendwie das Bausystem hat was, auch mit der Palisade. Es fühlt sich halt so realistisch an. Irgendwie. Ja, also das ist einigermaßen geil. Realistisch. Ja. Ich find's auch ziemlich nice. Weil was auch ein bisschen störend war, wenn man diese Blaupausen hatte in Forest 1, hat man immer diese weißen Symbole überall gehabt. Ja. Ja, also ich meine, die Blaupausen existieren ja immer noch, aber... geht. Ist aber auch nicht, was sie mit diesem Querding wollen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber das ist ein... Ach so, meinst du, das ist ein... Ist das ein halbes Ding? Das kann natürlich sein. Ruhig schnell nach. Wow, wo kommst du denn her, du Mistgeburt? Oder es muss kerzengerade sein und wir haben irgendwo noch nicht die Menge, dass es kerzengerade ist. Weißt du, wie ich meine? Dass ich immer diese Kurve drin habe.
Nee, ich krieg's nicht hin, leider. Also ich krieg's auch nicht wirklich hin. Aber kannst du hier unten jetzt eine Kurve machen? Blöde Frage, tust du immer schon so bauen, dass das so verbunden ist mit dem mit der Linie? Schon, oder? Ja, klar, logisch. Aber manchmal, das rastet mir ja manchmal so ein und dann ist so ein gerader Strich da, dass das heißt, du bist genau senkrecht mit dem. Und wenn du da aber ganz leicht so mit der Maus nach rechts gehst, kannst du es ein bisschen frei bewegen. Ach so, also das verbindet es dann trotzdem noch. Ah, okay, verstanden. Okay, verstanden. Es geht doch schneller, wie ich dachte, jetzt so eine Mauer ziehen. Ah, da müsste ich sagen, da müsste man. Ja, keine Ahnung. Noisy, noisy, noisy. Genau, dann kommt man hier noch gut vorbei. Warum kann ich jetzt da die Spitze nicht machen? Ah! Kannst du da die Spitze machen? Bei mir geht die gerade nicht. Wieso geht da die Spitze nicht? Kapiere ich nicht. Nee, Ja, Moment, nee, nee. dann Der mache ich es möchte, lol. kleiner. Der möchte es kleiner machen, ja. Kannst du noch mal kurz neu hinsetzen? Ja. Genau. Warte. Nee. The fuck? Geh mal Ist auf das die ein andere Seite. kleinerer Balken? Hast du da, ist das gerade nur noch ein Dreiviertelbalken? Weiß ich nicht. Ob es ein Dreiviertelbalken ist. Wo soll ich das wissen? Weil der sieht ein bisschen klein aus, muss ich sagen. Wo hast du den her? Der lag Oh hier. nee, Ne, hier der ist der geht's. gleiche. Oh nee, bitte sag jetzt nicht, dass das da hinten irgendwie verbuggt ist dann. Oh. Das hätte ich aber auch keinen Bock jetzt. Holzfäll-Simulator Ist ja auch verfaust. 2.0. Aber wir laufen schon weit, muss ich zugeben. Ja, ohne den Wagen. Boah. Ja, den Wagen, den will ich auch unbedingt haben. Geh wieder auf die andere Seite, schau mal, ob da was geht. Hoffen, du hast da vielleicht eine Dinge verpackt. Schauen wir mal. Ah ja, Gott sei Dank. Nice. 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 Wo wollen wir eigentlich die Tore haben? Ja, weiß ich Wenn wir nicht. jetzt, weil wenn wir eigentlich von hier oben, weil hier ist ja das Wasser. Auf der Höhe wäre schon ganz nice, wenn wir Ja, hier hier, von also dem hier Tor hinten. sowieso, ja, hier ist in diese Richtung. Also vielleicht hier auch bei Ja. dem Weg, dass wir auf diesen Weg kommen. Ah ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, dass man irgendwie so hier raus. Ja, perfekt. Gehen wir uns Dann vielleicht auf lang. der anderen Seite nochmal, wenn wir vielleicht unten von Genau, unten genau, kommen. Ne? genau. Aber ich habe Hunger, ich muss was essen. Ich habe auch Hunger. Achso, im Spiel meinst Achso, ja, ich meine im Spiel. du? So, Mampf, Mampf. Gut. Hinsetzen, dann trinke ich noch ein Schlückchen Kaffee. Und ich glaube, dass ich sogar die Folge jetzt direkt mal bei 35 Minuten beende. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Wenn ich gerade Ja. hier, weil wir machen gerade eh nicht viel außer Bäume fällen. Hört sich gut an. Ich muss mal kurz strecken und nach dem Strecken sage ich danke fürs Zusehen und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal Bäume fällen wieder. Bähnen. Damit, ciao.